So, ich grüße euch. Heute spielen wir mal Hearthstone, einfach mal so zum Spaß, und zwar Arena. Gut. So, weil ich so ein reicher Mann bin, kaufe ich mir mal Arena, Geld. So, jetzt, was für einen Helden nehmen wir denn? Your soul shall be mine. Ja, wir könnten den Hexenmeister nehmen, der hat den Vorteil, der zieht dir nämlich pro Zug, wenn du deine Heldenfähigkeit benutzt, 2 Leben ab, ne? Und das ist ziemlich gut. Dadurch ist das Spiel schneller vorbei und ja, das ist ziemlich gut. Dann haben wir noch den Hexenmeister zu outen, ne, das ist Dingens, ne, Schamane ist es, ne? Der kann Toten beschwören, um sich selber zu Tode zu quälen. Und dann haben wir noch Janel, sie kann sich mit ihrem Feuerball selber verletzen. Ich nehme jetzt mal den Gul'dan. So, wir draften jetzt mal. Gut, auf jeden Fall super ist natürlich, Sludge-Belzer ist total schlecht, weil der Death-Rattle-Effekt, dass man einen Taunt bekommt, ist ziemlich schlecht, ja. Man kriegt ja einen Taunt dafür, 1-1-2, ja, das ist 1-2, das ist so gut wie ein 1er-Minion, ja? Also der 5er ist so gut wie ein 1er-Minion, zum Vergleich, ne? Dann haben wir noch den hier, Crazed Alchemist, der tauscht natürlich die ATK und Health aus. Das ist total undig. Die allerbeste Karte hier ist auf jeden Fall Waiting Soul, weil man kann damit die Minions silenzen und das ist ziemlich gut. Dann dadurch sind die Fähigkeiten deaktiviert und Fähigkeiten deaktivieren ist allgemein immer gut. Ich nenne den Waiting Soul. So, was haben wir denn da? Voodoo Doktor ist gut, der heilt 2 Leben, wir werden sehr viel Schaden bekommen. Ja, der Ghoul, der ist nicht so gut, denn der wird immer stärker und starke Minions sind nie gut, ja. Denn starke Minions neigen dazu, dass sie häufig angegriffen werden, ja. Und wenn Minions häufig angegriffen werden, dann sterben sie leichter. Also von daher, ja, der Boulder Fist Ogre ist, glaube ich, 6, 7... Für 6 Mana ist auch wieder zu stark, ja. Zu starke Minions sind nicht gut, deswegen nehme ich Voodoo Doktor. So, dann mache ich den Rest noch ganz grob hier durch. Ich nehme jetzt am besten die besten Karten hier. Ich habe jetzt keine Lust, jetzt alles zu erklären. So, was ist hier der Beste? Der da natürlich, man hat sicherlich eine Waffe. Man kriegt durch Show des Gegners bestimmt eine Waffe. Und dann kann man sein Dingens einsetzen und sagen, haha, ja. So, was ist hier der Beste? Aha, seltene. Ich bin nicht so der Fan von seltenen. Murlocs werden wir auf jeden Fall benutzen. Ja. Was haben wir denn da noch? Ja, komm, nehmen wir uns ein paar Dämonen auf die Hand. Was ist denn hier der Beste? Void Terror. Agent Wächter. Dann den hier, ich sage ja, wir bauen uns jetzt ein Murloc-Deck auf, wieder ein paar Dämonen. Ja, Dämonen sind die Wesen des Bösen und wir wollen den Gegner ein bisschen Angst machen, deswegen holen wir uns lauter Dämonen auf die Hand und auch noch lauter Murlocs. Murloc. So, wir bauen uns ein reines Murloc-Deck jetzt auf. Nehmen wir mal den da. Dann Succubus. Succubus ist eine gute Karte, ja. Man wird dadurch eine Handkarte los, ja. Man muss dann weniger spielen. Und das erleichtert dann einem den Job. So, Mad Bomber. Ich mag Mad Bomber so sehr. Der fügt einem immer selber Schaden zu. Beste Karte der Welt. Stone Skin Gargoyle. 1-4. Beste Karte, die es gibt. Nehmen wir hier wieder einen Murloc. So, was haben wir denn noch? Argus ist total schlecht. Argus ist total schlecht. Nehmt diese Karte nie in euren Deck. Die ist so schlecht. Ich meine, schaut euch die Werte an, ja? Wo wollen wir den denn? Argus. Wo ist der Argus? Ah ja, den habe ich ja nicht genommen, aber auf jeden Fall ist Argus ziemlich schlecht. So, Theant ist gut. Ah, ich wollte den Scientist nehmen. Verdammt, Scientist wäre viel besser gewesen. Charge, wir brauchen Charge. Charge ist wichtig. Wind Fury, eine der besten Karten. Denn Wind Fury Karten sind immer gut. Undertaker nehmen wir noch. Dann heilen wir uns noch ein bisschen. Wir werden Damage bekommen. Dann nehmen wir noch einen Rockless und noch einen Silberrücken Patriarch. So, und die letzte. Nehmen wir mal Void Terror. So,
ein ziemlich gutes Deck. Wir haben sehr viele Dreier-Minions. Ja, es ist sehr wichtig, viele Dreier-Minions in seinem Deck zu haben, denn dann ist man immer drei Schritte voraus. Ja, drei Schritte voraus zu sein, ist immer gut. Oh, so, und es geht los. Wir werden damit bestimmt 10, nee, sogar 12 Siege schaffen und 0 Niederlagen erleiden. So, das erste Match. Okay. So, was nehme ich denn da? Ich glaube, das passt. So, schauen wir mal, was er so hat. Okay, er hat Angst, er macht gerade nichts. Was für eine Pussy. Komm, Torno, den mal. Das ist der erste Zug. Frederikos! Ah, jetzt hat er das gemacht. Okay, gleich am Anfang müssen wir Druck machen. Gleich das da. Und, achso, da drei Mana. Ja, das stimmt, das wusste ich natürlich. Ich weiß natürlich alles. So. Mad Bomber. Oh! Okay, er hat ein Totem gespielt. Totems sind gefährlich. Oder vielleicht auch nicht. So, Agent Wächter. Der hat 4-5, ne? Ziemlich gut am Anfang. Hat auch 2 Mana. Das ist ein ziemlich guter Wert. Eine der besten Arena-Karten. Sollte man sich immer ins Deck reintun, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Get in there and fight, Maggot. What? Er greift mit dem Totem an. Okay. Was könnten wir denn Dingens hier machen, so? Haha! Nice! Das ist gut. Der wird da kaum vorbeikommen, glaube ich. Gut, dann nehmen wir uns ein paar Dämonen auf die Hand. Void Terror. Wir machen ja ordentlich Terror. Okay, ich könnte jetzt, genau, ich spiele Billy. So, als nächstes hier rein, dann das ra und dann da rein. So, das war gut gespielt. So viele Harvest Golem. Ha. Oh yeah, Murlocs! Verlies! So, dann machen wir mal hier Sepp, Life Trap. Mehr Murlocs! What? Oh.
It's time for a little blood. Okay, er hat jetzt meine Minions alle beseitigt. Aber das habe ich natürlich alles geplant. Zap! Wolfrider! So, jetzt aber. Face! Mating Soul! Okay, sehr gut. Haben wir Elite? Nein, haben wir nicht. Schade. 3 plus 3 ist gleich 6 plus 1 ist 7. Dann fehlen nur noch 2, glaube ich. My shield. Oh, das ist nicht gut. Gut. Dann. Don't mess with Tusker. So, dann hier rein. Und zap. Und das war's. So, wir werden gewinnen. Im nächsten Zug werden wir die zwei Taunts da ausschalten, ja? Und dann aufs Face gehen mit 6. Dann. Moment, dann fehlen uns nur noch 3. Scheiße. Okay, er tradet. Jetzt brauchen nur noch 1. Ah! Aha! Gut, jetzt hat er ein volles Feld. Das ist ein Nachteil. Seht ihr? Er hat einen Nachteil. Er kann keine Minions mehr spielen. Das ist ein großer Nachteil für ihn. Er wird sowas von verlieren. So, jetzt kommt unser Finisher. Jetzt müssen wir ihn finishen. Erstmal fangen wir damit an. Gut, jetzt spielen wir viele Minions raus und überraschen ihn. Pass auf, gleich wird er überrascht sein. Zack. Zack. Dann als nächstes. Zack. So. So, das war's. Wir haben gewonnen gleich. Im nächsten Zug werden wir den hier töten, ja, den Taunt. Und dann werden wir ihn mit den anderen zwei Minions mit Wind Fury ausradi... What? Das war alles geplant. Ja, ich bin natürlich Trump, da kommt man natürlich. Ich bin nicht perfekt, ich geb's zu. Auch wenn ich Trump bin, ich komme da meistens auch nur nicht häufig da durch, ohne auch einmal verlieren zu müssen. Ja, einmal zu verlieren ist schon okay. Er war ja auch super gut, er hat ja nur die besten Karten gezogen. Genau. Mein Deck ist perfekt. Gul'dan versus Anduin. An meinem Deck liegt's nicht. The light shall bring victory. Your soul shall be mine. So, wir haben einen Murloc, das ist gut. Den behalten wir natürlich, die anderen sind scheiße. Sehr gut, Mad Bomber. Haha. Gut, aber zunächst, ja, der Murloc. Murlocs sind immer gut, wenn sie draußen sind. Ich meine, seht sie euch doch mal an. Da kriegt der Gegner voll Angst davor. Wenn man dem ins Gesicht schaut, da könnte man meinen, wo wurde der denn geboren? So, und jetzt, Zap! So, das sieht ziemlich gut aus. Er hat noch nichts gespielt, weil so ein Weichei ist. Okay, jetzt werden wir unser Murloc heilen. Ungefähr so. Und jetzt ist er noch stärker. Er hat keine Chance. Ihr seht, wir haben zwei Minions.
Und er hat noch gar nichts auf dem Feld. Er heilt sich gerade nur mit seiner Fähigkeit. Okay. Gehen wir mal direkt in den Charge rein. Es läuft sehr gut für uns. What? Lich King? Er ist kein Lich King. Egal. Murloc-Attacke! So. Und jetzt einen gut platzierten Mad Bomber. Haha, genau das habe ich die so erwartet. So und nicht anders. Face! So, ihr seht, wir gewinnen. Durch Murloc-Überlegenheit. Schlimm. Alter, jetzt mal ohne Witz, ja? Ich parodiere hier Trump mit dem schlechtesten Deck und er verliert. Das gibt's doch gar nicht. Schlecht ist der. Sorry, Vanillis, aber was soll das? Ich hätte nicht gedacht, dass ich einen Sieg schaffe. Aber ich habe es geschafft. Unglaublich. Nicht ganz wie geplant. Okay. So, wir haben durch Glück ein Spiel gewonnen. Ja, oder nee, durch meinen Skill, durch meinen super Skill haben wir gewonnen. Er hatte keine Chance, ihr habt es gesehen, wir haben ihn fett niedergerusht. So, jetzt steht's 1:1 und weitere Siege werden folgen. Ah, Hunde Doktor. Ich glaube, mein Gegner hatte keine guten Handkarten gehabt. Das wäre eine plausible Erklärung. Naja. So, Ah, wir haben die Münze, okay. Greetings. Your soul shall suffer. Bring out your dead. Ich spiele nicht gern mit Feuer. Noch nicht. Ich bin noch zu jung für Feuer. Meine Mama sagt immer, wenn ich mit Feuer spiele, kriege ich immer Ärger. Ja, immer wenn ich so ein Feuerzeug benutze, dann scheißt mich meine Mama immer an. Mann, das ist witzig, wenn man jemanden parodiert. Da kann man einfach sagen, was man will. Ohne dass es wirklich stimmt. Das ist witzig. So, Sepp! Ein Murloc! So, im nächsten Zug Murloc Invasion 2.0. 1.0 muss noch kommen. So. So, jetzt haben wir Murloc Invasion. Die erste. Wen spiele ich zuerst? Egal. Sepp! Ah, egal, Face. Nein, Face doch nicht, doch Face. Okay.
Er tötet, okay. So, jetzt passt auf. Jetzt kommt hier die übelste Kombi. Erstmal Succubussy. Okay. Als nächstes mache ich die hier platt. Jetzt haben wir zwar ein Ding verloren, aber egal. Genau so, so passt. Ziehen ist nie gut. Wenn man Karten zieht, dann kommt man viel zu schnell zu einem Overdraw. 20 Karten sind bereits zu wenig, ja? Mit 19 Karten ist man im Vorteil. Warte, ne? Ich meine, mit 19 Karten ist man im Vorteil gegenüber 20 Karten. Das hat den Grund, weil man hat weniger Karten in seinem Deck, ja? Weniger Karten. Da weiß man seine Karten, die man noch übrig hat, zu schätzen, ja? Deswegen ist es immer gut, wenig Karten im Deck zu haben. Und deswegen sollte man darauf achten, dass man möglichst viele Karten in seinem Deck hat. So, es steht momentan ausgeglichen. Ja. Aha, er greift den Obsidian an und zerstört ihn. War berechenbar. Okay, das habe ich erwartet. Das habe ich auch erwartet. Jetzt passt auf, jetzt kommt die Kombi des Jahrhunderts. Wir werden jetzt diese zwei töten und auch gleichzeitig den hier mitnehmen. Wie ich das mache, ganz einfach. Mad Bomber. Verdammt. Na gut, egal. Zap. Dann verschluck sie. Gut, gut. 8 ist sehr gut. Ach ja, entschuldigt, falls ich den Trump vorhin gerade übertrieben dämlich dargestellt habe. Trump ist natürlich nicht dämlich, sorry an der Stelle. Ja, also, das war vorher ein bisschen dämlich von mir gespielt. Naja. Well played. Behold, was, well played? Is someone injured? Ah. Well played. So, er sagt well played, weil er gleich verliert. Haben wir jetzt gerade verloren? Haben wir jetzt echt verloren? Egal. Gut. Es hilft nichts. Jo, was geht, Leute? Hier ist Prison Trump. Jetzt machen wir die mal schön fertig. So. Ich weiß noch damals früher, ne? Da haben sie mich alle hier so im Knast, ne? Und so. Das waren noch Zeiten hier. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt machen wir den fertig. So, welche Homies haben wir denn auf der Hand? Okay, das ist Homie 1, das ist Homie 2. Succubus Homie, okay. Das ist die Schlappe von nebenan. Ja, die habe ich damals genagelt. Damals im Knast. Okay, also wir fangen unseren formalen Zug erstmal an und zwar spiele ich das da. Und dann haben wir dort gleich, Druck ist immer gut. Im nächsten Zug werden wir mit dem hier, den hier töten, den hier, ja. So wie meine Kumpels
ja, damals die feindliche Gang gekillt haben, ja. So werden wir auch die feindlichen Minions töten. Okay. Er greift mit Spiegelbildern an, weil er sich keine originalen Karten leisten kann, ja. Ja, damals im Ghetto konnte ich mir auch nicht viel leisten. So, Zap. Waiting Soul. Ja, früher war ich auch eine verlassene Seele im Ghetto. So. Alles traden, traden ist gut. So, okay. Ist das dein Ernst? So, jetzt hole ich mir mehrere, ich hole mir ein paar Homies raus. Was haben wir denn da? Void Terror Homie 1. Ah ja, das ist mein Lieblingshomie, Wordless Imp, ja. Der hat mir damals aus dem Knast geholfen, ja. Damals im Knast, da war es ziemlich hart für mich, da hat dieser Typ mir geholfen, das Ganze zu überstehen, ja. Und es hat was gebracht, ja. Jetzt stehe ich hier. So, erstmal... Voodoo-Doktor. Verdammt, ich habe mich missgeklickt. Ich habe daneben geschossen, ja, nicht das erste Mal. Und Wichtel. So. So, wehe, du tötest mein Homie. Ah, er tötet mein Homie. Okay. Gut, ich hole mir noch weitere Homies aufs Feld. Ja, so, das sind meine... Das sind die Brüder vom Homie. Ja. You gotta be kidding me. So, im nächsten Zug werde ich meine Waiting Soul einsetzen, dann kriegt er Schiss. Dann kriegt er ordentlich Schiss. Pass auf, er hat Angst vor Geistern, gleich gibt er auf. Pass auf. Zap. So, jetzt werden ihn meine Homies Face angreifen, ja, so. Dann stelle ich die Bitch noch neben den hier. Und das war's. So, jetzt sollte er am besten gleich aufgeben. Servus, ich sehe dich. Ja. Hallo. Okay, ich wurde schon wieder erschossen. Das erste Mal. Okay. Schauen wir uns mal unsere Beute an. Ach, das erinnert mich noch an alte Zeiten. Damals mit meiner Gang, da haben wir uns auch immer die Beute da geteilt. Aber in diesem Fall muss ich gar nichts teilen. So, schauen wir mal nach. Gut, dann schauen wir mal nach, was da drin ist. Frostelementar, Betrayal. Ja, ein Kollege von mir hat mich früher auch mal betrayed. Equality und... alles klar. Gut, dann... ah, verdammt, das wollte ich jetzt nicht. My Collection. So, dann disenchant wir mal hier. Alles klar. Okay, das war meine Parodie zu Trump. Wenn ihr weitere Parodien sehen wollt, dann schreibt einfach einen Kommentar über einen YouTuber, den ich parodieren soll. Am besten ein Let's Player, weil Let's Player kann ich am besten parodieren. Und ansonsten sehen wir uns dann im Let's Play wieder. Also, mach's gut, euer KP. Ciao.